Nachdem ich das letzte Mal schon die Schuhe angezogen habe, während ich euch oder zu Beginn der Rundtour von diesem schönen Wagen, könnt ihr gerne mal gucken am Kanal, machen wir das heute wieder. Und zwar aus dem einen Grund, es ist stürmisch an der Nordseeküste und ich bin in Dorum am Knaus Campingpark und zukünftig oder ab jetzt in dem Moment, wo ihr das Video seht, freigeschaltet für Karawaniengäste. Eine bestimmte Anzahl hier haben wir für euch reserviert. Ihr kennt es vielleicht schon, 25 Euro inklusive Personen, inklusive Strom, inklusive Fernentsorgung und Sanitär. Ganz wichtig. Schön stehen für, glaube ich, in dem Niveau angemessenen Preis. Und kommt aber bitte zu den Rezeptionszeiten an. Das ist ganz wichtig. An die müsst ihr euch halten. Die sind aber sehr großzügig ausgelegt. Guckt da unter Knaus Campingpark unter Google. Angepeilt ist später mal 24 Stunden Check-in. Und ja, Dorum ist ein Traum. Ich habe mir das letztes Jahr angesehen. War dann auch mal hier. Ich zeige euch jetzt dann gleich im Anschluss ein paar Bilder. Aber ein lustiges Erlebnis auf der Anfahrt. Ich komme aus Karawanien-Wingst. Das sind ungefähr 50 Kilometer. Da geht es über Nebensträßchen. Und witzigerweise, Fun Fact, der Ort heißt wirklich so, auf dem Weg von Krempel, den gibt es auch, nach Fickhausen. Wirklich nachvollziehbar. Schade, dass ich keine Dashcam hatte. Es war nichts los. Ich war das einzige Fahrzeug und fahre dann nach Fickhausen rein, durch eine 30er-Zone. Und da war ein wild gewordener Rasenmäher-Roboter. Ich Idiot, ich habe immer die Dashcam an, aber in dem Moment nicht. Und ich fuhr da langsam dahin und in der wunderschönen Sonne, in dem blauen Himmel und dieser tollen Gegend fährt er einfach auf die Straße. Er hat wirklich den kleinen Bordstein, das war so ein abgeflachter, genommen und fährt leicht irritiert vor meinem Fahrzeug rum. Ich stand dann mit dem Wagen natürlich davor und habe mir das ganze Spektakel amüsiert angesehen. Und dann kommt witzigerweise das zweite Auto, das ich auf der Anreise gesehen habe, ein Polizeifahrzeug und steht in Gegenrichtung. Wir sind beide ausgestiegen, mussten erstmal herzlich lachen und dann kam der Besitzer des Rasenmäher-Roboters und hat gesagt, das hat er ja noch nie gemacht. Und er war reichlich verwirrt, also KI hatte der noch nicht, dass er das erkennt. Er wurde dann zurückgetragen, aber diese Situation, Leute, wie gesagt, das wäre wahrscheinlich viral gegangen, das Video, dass der auf der Straße bis zu ziemlich zur Mittelspur fährt und dann ein bisschen hin und her ruckt. Dann hat er die Orientierung verloren, dann hat er mich kurz angeguckt, gefühlt angeguckt und blieb dann einfach mal stehen und hat dann immer einen Meter vor, einen Meter zurück. Es war so herrlich. Ein paar Nachbarn haben das auch beobachtet und die Polizei hat es total gefeiert. Ich habe es total gefeiert. Aber wie gesagt, solche Situationen, das ist für mich das Leben. Da erlebst du was als Camper, mein lustigstes Reisemobilerlebnis auf Tour. Also nicht stehend, da gibt es viele und es gibt auch viele während der Fahrt, während der vielen Fahrten, die ich jetzt seit Jahren mache. Und das ist so kein alltägliches Erlebnis. Aber auf jeden Fall erzählenswert. Habt ihr schon mal sowas erlebt in der modernen Zeit, dass der Rasenmäher-Roboter in Fickhausen hier seine Späßle macht? Also sensationell. Ist wirklich traurig, dass ich keine Kamera hatte. Nachstellen ist nicht mein Ding, dann ist der Effekt weg. Da würde ich mich schämen, das irgendwie noch nachzufaken oder so. Kannst du auch nicht wegen der Polizei. Aber zurück zu Dorum. Ich ziehe jetzt gleich los. Ich habe die Kamera deswegen so platziert in engerem Winkel, weil 1 Meter weiter ungefähr stetig 6 Windstärken durchgehen. Ich habe so ein Windmesser, ich bin ein leidenschaftlicher Segler. In den Böen sind es 8 Windstärken, es soll auch nochmal auffrischen. Also ich versuche mehr Bilder zu machen als Text und Sprache, weil sobald ich hier rausgehe, ich weiß nicht, machen wir mal einen Härtetest mit Puschel direkt in den Wind. Hier ist es schon volle Lotte, wenn ihr mich noch seht. Ich stelle mich mal komplett in den Wind. Hält der Puschel, was er verspricht? Könnt ihr mich noch ein bisschen hören? Klar, wenn ich mich dann versuche umzudrehen, aber es ist dann auch nicht mehr recht viel besser, weil es einfach zu heftig ist. Ich werde aber öfter da sein, dann den Platz im Detail, aber ein paar emotional takes, die zeige ich euch. Der Platz ist vor dem Damm. Also, Sturmfluten etc. wird natürlich rechtzeitig gewarnt. Dann muss man hier ruckzuck alles verschwinden lassen. Gibt es eher selten. Aber es ist natürlich schon heftig. Hier ist richtig Platz, total belebt. Du bist direkt am Wasser. Und das ist
wunderschön. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe irgendwie diese Schnippen drauf. Und diese Schnippen ist für mich eigentlich immer der Moment, wo ich zu sprechen beginne. Also nicht wundern, ein paar Marotten darf man haben. Ich bin ja herrlich unperfekt. Und wie gesagt, an der Nordseeküste. Ich singe immer wegen Lutz, der sagte, ich kann nicht singen. Ich kann singen, Manu. Bis gleich. Voll gegen den Wind gerichtet jetzt mit dem Mikrofon, aber den Shot will ich mir gehen lassen und dazu sagen, ich habe selbst Probleme, obwohl ich nur ein Strich in der Landschaft bin, stillzustehen. Also das lässt einen regelrecht schon davon. Jetzt gerade, jetzt ist so eine Spitze da. Ich nehme euch mit auf diesen unglaublichen Mikrofontest. Leider momentan noch geschlossen, vielleicht kann ich es nachreichen, irgendwann machen wir das, aber wow. Ist nicht so hoch, aber wirkt halt geil. Sportgeräte. Das totale Fitnessstudio. Da steht eins, wo die Kamera drauf steht. Hier stehen noch mehr. Kannst du also quasi hier braun werden und du hebst dein eigenes Körpergewicht. Das ist geil. Sehr, sehr lustig. Ist auch mega. Schön gemacht und vor allem stabil. Ich denke, das wird auch weggeschraubt. Oh. Wie sich's an der Nordseeküste gehört, setze auch ich mich mal in einen Strandkorb. Aber auch aus praktischen Gründen, denn ich möchte mit euch kurz über die Kurtaxe hier in Dorum sprechen. Also, die kostet 3,40 Euro. Pro erwachsenen Kinder weiß ich jetzt gerade nicht, aber guckt ruhig mal nach. Die müsst ihr auch wirklich, auch als Karawanier hier, zahlen, das leiten wir nur durch. Das ist verpflichtend für den Tourismus. Da können wir nichts dafür. Aber ich möchte mal sagen, Kurtaxe ist mal so, mal so. Grundsätzlich rümpfe ich hier nicht die Nase, weil es ist unglaublich viel dabei. Wenn ich allein mal hier schaue, kostenlose Eintritte, ermäßigte Eintritte. Also wenn man das nutzt hier, sinnvoll und intelligent, dann hat man echt ein Bonusheft. Die ganze Region ist dabei. Allein hier, ich nehme es mal vor mich, während ihr den Ausblick genießt. An der Wuster-Nordsee-Küste haben wir Strand Dorum-Norfeld, Wattenbad Dorum-Neufeld. Kostenlos, nur Hauptsaison. Watt im Bad heißt das. Kinderspielhaus in Dorum-Neufeld. Der Nationalparkhaus Dorum-Neufeld. Den Strand in Kappel-Neufeld, in Spieker-Neufeld und in Wiemden. Das Quellwasserfreibad. Medium, dann Otterndorf ist nicht weit weg, da gibt es die nächsten Vergünstigungen. Gib ein bisschen die Wings drunter. Also da ist viel dabei. Man soll nicht immer nur draufhauen, sondern erst vergleichen. Ich finde es okay, da ist dann die Gästekarte und der Meldeschein. Allein die Tidenzeiten hier mal zu beobachten, macht auch Spaß. Ich bin gerade erinnert worden, hier über die Tidenzeiten kannst du notieren. Ist ganz interessant. Gibt es heute auch alles per Google. Schaut euch mal schön diese Ecke an. Ich werde gern sitzen bleiben, aber ich fahre jetzt weiter und zeige euch noch Spieker, den Reisemobilhafen des Knaus Campingpark in Spieker. Da fahre ich mit meinem Roller hin. Das sind jetzt ein paar Kilometer. Nehme euch mit auf die Reise und wir sehen uns dort im nächsten Video. Also, der Tobi sagt Tschüss, bis bald in Dorum. Eigentlich habe ich keinen Bock zu fahren, aber mein Job ist ja nicht der schlechteste. Als hauptberuflich Camper, da machst du was mit. Also, ich wünsche euch was. Egal wo ihr seid, besucht uns in Karawanien und im Knaus Campingpark. Und tschüss.